So, damit dann wieder hallo und herzlich willkommen zurück. Sonne geht unter, ne? Ja. Das erledigt. Achso, ich brauche mal neue Fackeln, sehe ich gerade. Kann ich hier machen? Ja, es geht halt immer schnell drauf, ne? Wenn wir dann hier die Fackeln irgendwo platzieren müssen, wieder oben, dass halt alles vernünftig ausgeleuchtet ist und halt nichts passieren kann. Ah, das ist schon aufwendig, ne? Es frisst Ressourcen. Ist sowieso krass, wie viel Ressourcen man hier einfach nur verballert für nichts. Eigentlich, wenn man es so nimmt, ne? Ah. Oh Mann, ey. Ich hoffe, ich komme jetzt mal bald wieder dazu, ein bisschen regelmäßiger zu zocken, dass ich die ganzen Spiele fertig zocken kann, die ich hier rumfliegen habe, ey. Es stört so, dass man die nicht fertig spielen kann, ne? Momentan ist auch das Wochenende ja so vollgepackt, dass ich es eigentlich gar nicht schaffe, noch was anderes außer Space Engineers und Minecraft aufzunehmen. Was mich halt auch wurmt, weil zum Beispiel Metro Exodus habe ich vorher gar nicht gezockt und zocke ich praktisch mit euch zusammen im Let's Play das erste Mal und will halt auch wissen, wie es da ausgeht, ne? Ich bin ja neugierig, aber kann es halt auch wieder vergessen, weil am Wochenende, jetzt ist es zum Beispiel schon um 12:30, ja, am Freitag, Samstag wird es nicht klappen, Samstag habe ich was zu erledigen, da werde ich dann wahrscheinlich nicht dazu kommen, beziehungsweise wenn, dann ist es so früh am Morgen dann schon wieder, dass ich, Schlaf brauche. Und es ist schon so, klar, jetzt kann man sagen, was meckert der denn rum, wenn sich das ja selber aussucht. Ja, aber es macht Spaß, ne? Nicht falsch verstehen, aber manchmal denkt man sich dann auch so, okay, so ein bisschen mehr Zeit jetzt wäre schon geil. Habe ich Redstone-Fackeln dabei? Ja. Wir werden dann gleich wieder ausgucken müssen, wo denn entsprechend die Lore das letzte Mal hält. Also, das können wir gleich mal ausprobieren. So, gucken, wie weit wir kommen. Es geht auf jeden Fall schneller als fahren. Als laufen, Entschuldigung. Ach ja, stimmt, ich habe die Gleise nicht gelegt. Ha. Beziehungsweise ist entspannter. Ja, entspannter passt auf jeden Fall. Aber hier irgendwo muss schon. Nee. Das wäre zu nah dran. So, gucken. Oh, das reicht nicht. Ja gut, irgendwo wird ja jetzt hier dann auch ein Beschleunigungsstreifen kommen. Machen wir mal hier hin. Genau. Dann nehmen wir das hier mal kurz beiseite. Ja, und dann eigentlich hier vorne. Nehmen wir nochmal zwei weg. Jetzt bin ich echt im Grübeln gerade, ne? Mist. Da ist der Beschleunigungsstreifen. Spontan würde ich sagen, ist hier der nächste. Also ich kann dann auch falsch liegen, ne? Wir können das ja dann nochmal anpassen. So, ich nehme jetzt hier hinten nochmal ein Gleis weg. Genau, ist jetzt nicht so dramatisch. Wir füllen das ja eh alles auf, aber wichtig ist eigentlich nur, dass diese Bahnlinie funktioniert. Damit man von A nach B kommen kann. Weil es halt schade, sonst wenn wir wieder zurückkehren würden, so auf dem normalen Weg, ne? Wir bringen so ein paar tolle Sachen mit, die wir hier gefunden haben.
Aber müssen dann wieder jedes Mal so eine Odyssee dann absolvieren, um dann letztendlich hierher kommen zu können. Das ist ja auch nervig. Macht keinen Spaß. Hinten sehe ich Sand. Einfach mal kurz fahren, ne? Ich könnte überlegen, so wegen diesen Pilzen. Früher war das dann immer so mit Pilzbiom, ne? Wo es diese Pilzkühe gab, die dann immer Pilzsuppe gegeben haben. Oder von denen man die bekommen konnte. Ah. Ah, der Abstand ist vielleicht ein bisschen zu lang. Ne, wenn man schon langsamer wird, ist das jetzt hier ein bisschen besser. Tja. Tada! Sehr gut. Ich habe jedes Mal Panik, wenn ich da rausspringe, dass er mich dann gleich runterschmeißt hier. Schon so ein bisschen doof, ne? Dass er einen da so nah am Abgrund rauslässt, aber gut. Boah, ist das ein weiter Weg. Weiß gar nicht, ob wir vielleicht dann doch mal die angreifen sollten wieder, aber wir haben keine Rüstung, gar nichts, nur ein normales Schwert. Ich glaube nicht, dass wir da eine Chance gegen haben, gegen so viele. Die Bäume hier sind auch gut gewachsen, naja, beziehungsweise zurechtgeschnibbelt worden. Ach, das habe ich unten hingepackt, weil ich will nur mal gucken, ob mittlerweile ein Ei da ist. Ja. Wenn die was zu tun haben, vergessen die das ja dann immer. Die Hühner, ne? Ja, vergessen sie immer die Eier zu legen. Sagen wir, ach nö, brauche ich jetzt nicht. So lege es ein Ei. Ah, ich glaube nicht, dass wir da großartig Chancen haben. Ätzend. Na komm schon. Weißt du was, wir versuchen das jetzt trotzdem. Ach, natürlich nicht. War ja klar. Warum sollte es auch mal funktionieren? Naja, mit diesem gescheiterten Versuch, dann noch mehr Hühner reinzukriegen auf irgendeine Art und Weise, verabschiede ich mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.